Auf diesen beiden Brachflächen befanden sich vor kurzer Zeit noch wahre Kulturzentren. Die Münsteraner Skate-Szene hat sich hier mit selbstgebauten Skateparks, sogenannten DIYs, verewigt und so Plätze für alle Art von Menschen aus Münster erschaffen. Im Sommer 2022 wurden jedoch beide Plätze ohne Vorwarnung abgerissen, obwohl in näherer Zukunft keine Nutzen vorliegen. Wir haben mit zwei Skatehaien aus Münster über die Abrisse gesprochen. Ja, hallo, ich bin der Tobi, ich bin knapp 40 Jahre alt, ich bin gebürtiger Münsteraner. Ich fahre schon richtig lange Skateboard, mittelprächtig gut. Ich bin Maike, ich bin 29 Jahre alt, wohne seit 11 Jahren in Münster, fahre auch schon lange Skateboard, seit 7-8 Jahren und bin Mitglied des Münster Skateboarding e.V., also im Vorstand. DIY zeichnet aus, sagt ja so ein bisschen der Name schon, also do it yourself. Und das, was es auszeichnet, ist, glaube ich, zum einen, dass man ja sich Wissen und über Technik und ja, wie man Dinge baut, selbst beibringt und im besten Fall mit anderen Menschen multipliziert und daraus dann irgendwie was richtig Gutes macht. Man lernt, Fehler zu machen und die dann auch zu akzeptieren, weil wenn es erstmal einmal gebaut ist, dann bleibt das so. Und sich damit dann auch anzufreunden, ist natürlich auch eine Aufgabe, die man ins gesamte alltägliche Leben übertragen kann. Somit denke ich, dass DIY auch identitätsstiftend sein kann, weil die Leute sich aktivieren und wirklich auch Dinge gemeinsam angehen, die sie sonst vielleicht nie verwirklichen könnten. Erst recht nicht, wenn man die Begebenheiten nicht hat. Und deswegen ist DIY meiner Meinung nach auch für Städte sehr interessant und sollte auf jeden Fall immer berücksichtigt werden, dass Freiräume auch Nutzflächen sind, die von zum Beispiel der Skate-Szene genutzt werden können und sollten. Das, was daran so ein bisschen die Schattenseite ist, ist, dass es oftmals eine temporäre Angelegenheit ist, weil man sich ja Freiräume sozusagen aneignet und ja, die Schattenseite davon schon auch sein kann, dass diese Projekte nicht auf Dauer ja, existent bleiben. Vor allem, weil man halt ohne die Unterstützung von Geldern der Stadt beispielsweise aus Eigeninitiative und eigenfinanziert und eigenorganisiert Brachflächen aufwertet, die öffentliche Räume dann darstellen und identitätsstiftend sind für Menschen, die auch nicht unbedingt nur Skateboarding zugeordnet werden können, sondern einfach auch übergeordnet einen Ort der Identität darstellen können. Und das ist halt enorm wichtig, gerade für eine junge Stadt wie Münster, dass man die Möglichkeit hat, das zu machen. Was das außerdem noch auszeichnet, ist einfach eine Bereitschaft dazu, Dinge selbst zu erschaffen. Und gerade im Skateboard-Kontext ist es halt super spannend, Dinge selbst zu bauen, die man am Ende dann auch selbst fahren kann. Ja, zur Entstehung der beiden DIYs kann man vielleicht erstmal sagen, dass die unterschiedlich voneinander gewachsen sind. Den einen gab es eher als den anderen, das war der BTC. Das müsste so vor 7 Jahren roundabout gewesen sein. Und das war eine Brachfläche am Albersloher Weg, wo schon recht guter Boden gewesen ist, wo man dann einfach gesagt hat, und jetzt wird hier was draufgebaut. Und das hat dann auch so stattgefunden, ist stetig gewachsen. Und wenige Jahre später wurde dann mehr oder weniger zufällig ein altes Bahngelände, ein alter Bahnsteig gefunden, der auch eine gute Bodenfläche geboten hat, wo man dann halt auch einfach gesagt hat, und jetzt fangen wir hier auch an. Okay.
Zum Abriss der beiden DIYs kam es ja tatsächlich. Die Gemeinsamkeit bei den beiden Abrissen ist, war, dass zwei Großkonzerne dahinter steckten. Das war bei der Doggy Allee einmal die Deutsche Bahn und beim BTC eine Immobilienholding aus Münster. Bei der Doggy Allee war das so, dass wir über einen Zeitraum von, ich glaube, 3 Jahren insgesamt mit Verantwortlichen von der Deutschen Bahn diskutiert haben. Wir haben ein Portfolio entwickelt, haben das eingereicht mit einem, ja, mit einer Nutzungsvision sozusagen und da dann aber ganz plötzlich in einer Nacht- und Nebelaktion, ich glaube, es war in der Nacht von einem Freitag auf einen Samstag, glaube ich, sind da, ja, ohne das mit uns abzusprechen, große Maschinen über die Rampen geknallt und dann war es vorbei. Und ja, beim BTC war es so, dass es einen Eigentümerwechsel gab der brachliegenden Fläche, die bebaut wurde und ja, auch der Großkonzern hat sich nicht auf eine Nutzungsvereinbarung einlassen wollen. Und auch da ist ohne unser Wissen das abgerissen worden dann. Ja, das ging sehr schnell und war sehr überraschend und hat dann natürlich auch dementsprechend in der Szene für Unruhe gesorgt und hat die Leute natürlich auch sehr traurig gestimmt. Ja, und das war auch alles in diesem Jahr innerhalb von, ich glaube, 5,5 Monaten. Nach dem Abriss der beiden DIYs gab es natürlich erstmal die Szene, die sich vereint hat und dann auch es organisiert bekommen hat, auf die Straße zu gehen, eine Demonstration zu veranstalten, durch Münster zu ziehen mit wirklich vielen Teilnehmern. Ich weiß jetzt keine offiziellen Zahlen, aber es waren knapp 300. Inoffiziell bestimmt. Also man hat schon geguckt, dass man auch wieder versucht, Optionen zu wälzen, wie kann es weitergehen, was ist überhaupt möglich, wie kann man mit der Stadt sprechen, wie kann man vielleicht auch auf politischer Ebene irgendwas verändern. Ist aber natürlich auch alles sehr schwer, weil keiner von uns jetzt wirklich da einen Draht hat oder sich da irgendwie schon mal im Vorfeld mit auseinandergesetzt hat. Und somit war dann dieses Projekt an den Stadtwerken, das daraus nicht zwangsläufig entstanden ist, aber sich zusätzlich noch ergeben hat, natürlich eine gute Abwechslung, auch wieder was zu bauen. Letzten Endes ist es aber jetzt nicht so unbedingt das DIY-Ding, was die anderen Spots ausgemacht hat, sondern es ist halt eher ein klares Bauprojekt gewesen mit Vorschriften und vielen Geldern, die akquiriert werden mussten. Ja, wie die Zukunft aussieht, das weiß man jetzt natürlich noch nicht. Wir hoffen natürlich darauf, dass es Möglichkeiten gibt, innerstädtisch möglichst wieder Räume zu finden, wo genutzt werden kann, wie wir uns das vorstellen, ohne dass es da großartig Einflussnahmen gibt, was natürlich sehr schwer ist, wenn es offiziell laufen muss. Aber man kann halt hoffentlich aufgrund der bisherigen Erfahrung mitnehmen, dass es wichtig ist, dass sowas stattfindet. Erst recht für die Skate-Szene, aber auch für alle anderen, die sich in Münster oder in anderen Städten natürlich dann auch engagieren und Freiräume nutzen wollen und diese für ein städtisches Aufleben dann auch gestalten wollen und das auch können. Also es gibt auch noch verschiedene andere Projekte, wie zum Beispiel das Gaso-Team oder die B-Side, die sich ja auch schon stark machen für genau solche Projekte und da hoffen wir eine Eingliederung zu finden und das gemeinsam bewerkstelligen zu können. Ja, und einfach weiterhin Öffentlichkeit generieren und zeigen, dass das eine große Gruppe an Menschen ist, die sich mit dem Thema identifizieren, dass es wahnsinnig wichtig ist, einen innenstadtnahen Skatepark zu haben. Münster hat keinen innenstadtnahen Skatepark, außer jetzt das kleine Projekt an Stadtwerken sozusagen. Und das ist ein Armutszeugnis im Grunde genommen. Und die Szene hat geschafft, 2 Projekte innerhalb von 7 Jahren aus dem Nichts aus dem Boden zu stampfen und Orte der Identifizierung und des Zusammenlebens und Zusammenkommens zu finden und zu erschaffen. Und dass es das einfach nicht gibt, das ist ein Armutszeugnis und das ist sehr schade. Und ich hoffe sehr, dass vor allem der Verein weiterhin auch in der Politik gesehen wird, also dass das vielleicht noch ein bisschen weiter ausgebaut wird. Und es steht im Raum, dass wir im nächsten Jahr ein Stadthafen 2-Gebiet, das ist hinterm Haverkamp, eine Zwischennutzung bekommen könnten. Da sind wir gerade noch ein bisschen in den Anfangsschuhen, da Paper einzureichen bei der Stadtverwaltung. Und wir hoffen sehr, dass das nicht einfach nur heiße Luft ist, sondern dass das, was wir gezeigt haben in dem vergangenen halben Jahr und auch in den vielen, vielen Jahren davor, dass das Gehör findet weiterhin.
und da noch mehr entsteht.